willkommen zum neuen Video. Heute machen wir ein Osterkörbchen. Wir haben jetzt nächstes Wochenende Ostern. Das geht ganz schnell. Kann man für jemand Nettes noch ein Osterkörbchen basteln. So, als erstes, also ich habe es jetzt hier in einem dunkelbraunen Ton gemacht, aber wir machen es jetzt mal in einem hell. Als erstes brauchen wir ein Stück Tonkarton. Ich habe es jetzt noch in Savanne. In den Maßen 21 mal 21. Und dann brauchen wir noch für den Henkel ein Stück 21 mal 2,5. So, wir nehmen jetzt das große Stück, 21 x 21. Ich fahre mal ein klein bisschen raus. So, wie ihr seht, scheint bei uns heute schön die Sonne. So. Das prägen wir einmal bei 7 cm und bei 14. Dann drehen wir das Ganze. Noch einmal bei 7 und bei 14. Dann legen wir es nochmal vorne an bei 2,4 und prägen es dann nur bis zu der Linie. Dieses prägen wir nicht und legen hier wieder an, um das andere Stück noch zu prägen. So, dann legen wir das Ganze nochmal an bei 4,6, glaube ich, war es. Moment, ich muss mal gerade in mein schlaues Buch gucken. Bei 4,7. Hier unten bis zu der Linie freilassen und auf der anderen Seite auch. Dann drehe ich das Ganze rum und mache dasselbe nochmal. Einmal bei 2,4 die Mitte freilassen. Und das andere Stück noch mal prägen und dann noch mal bei 4,7. Durch diese kleine Spitze hier vorne kann man das auch ganz schön positionieren, wo man prägt und wo nicht. So, dann legen wir das erstmal an Seite. Schneiden diese Linien auf, nur bis zu dieser mittleren Prägung. Andere Seite genauso. Und
So, dieses mittlere Stück müssen wir noch ein bisschen rausschneiden. Ein Eckchen. Das sind 7 cm. Wir messen uns die Hälfte ab. 3,5. Kurze Markierung, andere Seite auch. Und dann gehen wir von dieser Ecke hier bis dahin, markieren uns das. Auch die andere Seite. So. Und dieses schneiden wir uns gleich weg. Eine Seite auch. Jetzt geht die Sonne gerade weg hier. Das weg. Falzen wir das Ganze schön. Jetzt gehe ich hin, damit es etwas plastischer aussieht und schattiere die Kanten. Dazu nehme ich das Wildleder und so ein Fingerschwämmchen und gehe hier über die Kanten drüber. Einmal da. Die untere Seite braucht man nicht, weil wir das gleich überlappen. Die würde man eh nicht sehen. Da habe ich noch vergessen. So, und hier mache ich das auch.
Na, komm her. Also an allen Knickpunkten. So. Und dann gehen wir hin und nehmen die obersten zwei Streifen, die man abgeschnitten oder die man zugeschnitten hat. Und die klebe ich jetzt circa 2 cm übereinander. Wenn ihr weniger nehmt, also weniger als 2 cm, dann werden die etwas bauchiger, diese Täschchen, nein, Körbchen. So, andere Seite. Ist auch schauen, dass ihr beide Seiten relativ gleich weit zusammenklebt, damit auch beide Seiten. Ja, sonst wird das eine halt so ein bisschen bauchig und das andere gerade. Da müsste man schon drauf aufpassen, dass man die beiden ungefähr gleich weit zusammenklebt. So, dann gehen wir hin. Nehmen die nächsten beiden Laschen. Mal die mal nach unten, kann man das besser sehen. Kleber drauf. Einmal, zweimal. Dann kleben wir die so, dass die Spitzen oben an die Kante abschließt. Und auf der anderen Seite auch. Der hier, der schaut so ein bisschen drüber. Macht euch keine Gedanken, weil es hier rausguckt, da kommt nachher noch ein Kreis drüber. Kommt nachher was drüber, man sieht es nachher nicht. Den schneiden wir oben ab. Die Spitze, die ist zu lang. So. Erster Streich. Einmal rumgedreht, dasselbe nochmal. Wieder bis oben an die Kante, damit es auch beide Seiten gleich werden. Ups, bleibst du da. Als nächstes stanzt ihr euch einen Kreis aus. Der hier ist aus diesem Framelit Set Stickmuster und hat einen Durchmesser von ca. 4,8 cm. Der passt super. Den knickt ihr euch einmal. So. Dann gehen wir auch mal mit dem Schwämmchen drüber, damit es ein bisschen plastischer wird. So. Und das kleben wir jetzt da drüber. Na, guckt dann doch ein kleines Eckchen raus. Das nehmen wir mal noch weg. Einmal die andere.
Vorderseite. Dann wird das wahrscheinlich auch rausgucken. Aber das kann man sich dann leicht hier wegschneiden. Falls es rausschaut, das ist nicht schlimm. So, Ecke weg. So, dann haben wir das Grundkörbchen schon fertig. Jetzt geht ihr hin und macht euch hier ein Loch rein. Mit der Zange probieren. Einmal. Ich nicht ganz durchgekommen. Ich habe jetzt leider noch nicht die Zange von Stamping Up. Ich weiß jetzt nicht, ob die etwas dickeres Material auch stanzen kann. Ich habe noch so eine ganz alte. Aber man kann ja nicht alles auf einmal haben. So, dann nehmen wir das Stückchen für den Bügel. 21 x 2,5 war das. Machen wir auch noch eben ein bisschen auf alt. Auch ein Loch rein. So, und dann nehmen wir so ein Musterklammerbeutelchen, Musterbeutelklemmerchen. Ich habe die in verschiedenen Farben. Das mal da rein. Bügel drauf, umklappen. So, seht ihr? Und die andere Seite. Na, wirkst du da wohl rein? Damit haben wir schon das Körbchen fertig. Jetzt verzieren wir es noch ein bisschen. Ich habe dafür mir, na, komm her, in rosa einen welligen Kreis ausgestanzt und auch aus dem Stickmuster Set das kleinste in weiß und ein paar Blätter aus den aus dem Family Set, wie hieß es? Moment, ich muss mal gerade schauen. Blütenpoesie. Finde ich ganz süß. Da sind schöne Sachen drin. So, dann stempeln wir da mal ein Häschen drauf. Und zwar das aus dem We Must Celebrate. Finde ich total niedlich. Habe ich dieses Jahr schon, ach, was weiß ich, wie viele davon gestempelt. Mein ganzer Instagram-Account ist voll mit Häschen. Wildleder, das Häschen. Noch.
Und dann brauche ich noch Kirschblüte. Füllen wir den Hintergrund noch ein kleines bisschen mit ein. Kleben wir denn jetzt auf den Wellenkreis? Oh, ich habe gematscht. Naja, okay. Machen wir den noch. Dann machen wir ein paar raus. Ich mache sie nicht alle raus. Ich finde das immer ganz nett, wenn die eine oder andere Stanzung da drin bleibt. Das kriegen wir mal da oben hin. Wow, zu viel. Kein Kleber verschwinden. So, so finde ich es ganz nett. Einmal in hell, einmal in dunkel, wie es jedem gefällt. Ja, das war's denn. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch schöne Ostertage. Man sieht sich. Ciao.